Prekäre Beschäftigung, Ausbeutung, soziale Ausgrenzung. Dies gibt es auch im Wohlstandsland Deutschland. Sonst wäre soziale Gerechtigkeit kein Thema im heraufziehenden Bundestagswahlkampf. Arm und reich, wie gerecht ist Deutschland? Heute das Thema der Phoenix-Runde. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste heute Abend, Schwester Maria Hannelore Husmann, Sie sind Franziskanerin. Der Orden, der quasi das Wirken von Franz von Assisi fortsetzt, ja, der sich ja ganz bewusst zur Armut bekannt hat. Ja. Der neue Papst hat sicherlich nicht ohne Hintergedanken den Namen Franziskus gewählt. Sie sind hier in Berlin-Pankow tätig in einem Hospiz. Sie begleiten AIDS-Kranke in ihrer letzten Lebensphase. Armut erforschen an der Universität Köln, also nicht der Universität Köln, sondern an der Universität Köln. Das tut Professor Christoph Butterwecke. Professor Wolfgang Lauterbach tut genau das Gegenteil. Er erforscht Reichtum an der Universität Potsdam. Und bei uns ist zu Gast Mathis Menzel, Familienunternehmer in der dritten Generation. Sie stellen Elektromotoren her, 120 Beschäftigte. Und Sie sind mutmaßlich wohlhabend in dieser Gesellschaft. Schwester Hannelore, wir reden jetzt nicht von dem Armutsgelübde der Franziskanerinnen, eines der drei Gelübde, die sie ablegen müssen. Wir reden von der Armut in der Gesellschaft. Ist Armut eine Schande? Ich denke mal, Armut begrenzt Lebensmöglichkeiten. Schande hat oft so einen leicht moralischen Touch. Ich denke mal, Menschen, die im Unterschied zu mir unfreiwillig arm sind, die sich nicht für einen bestimmten Lebensstil entschieden haben, die leiden oftmals darunter, weil sie eben aus ihrer Armut heraus in ihren Lebensmöglichkeiten, in ihren Entfaltungsmöglichkeiten begrenzt werden. Und das mag sein, dass sie das selber durchaus als Schande empfinden oder unter entsprechenden Zuweisungen anderer das so empfinden. Herr Menzel, ist Reichtum eine Sünde? Erstmal vielleicht vorweg, ich würde das ganz anders als Reichtum oder so definieren. Was für mich als selbstständiger Wohlstand ist, dass ich die Freiheit habe, Dinge zu gestalten und auch dazu Verantwortung zu nehmen, dazu zu stehen. Und ich sage mal, wenn wir das Wort Reichtum fasse ich mal für mich selber nicht an, weil da sehe ich mich nicht. Gewisse Freiheiten, die im Unternehmertum dadurch entstehen, sind sicherlich keine Sünde, wenn ich sie dementsprechend nutze. Und die Frage ist, wie bin ich dazu gekommen und wie gehe ich damit um und wofür nutze ich sie? Und ich sage mal, natürlich betreiben wir ein auf Erfolg gerichtetes Unternehmen. Nichtsdestotrotz kann ich mich dabei menschlich verhalten, also angemessen zahlen. Dementsprechend keine, sage ich mal, Leiharbeit, keine kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse, sondern dauerhafte, gute Arbeitsplätze schaffen, ist sicherlich keine Sünde. Herr Butterwecke, wie kann ein Land, das reich ist und demokratisch, also wo die Menschen an der politischen Entscheidung durch Wählerstimmen oder die Abstimmungsmöglichkeit beteiligt sind. Wie kann ein reiches und demokratisches Land trotzdem sozial ungerecht sein? Zum Beispiel dadurch, dass diejenigen, denen es eher schlecht geht, sich an den Wahlen gar nicht mehr beteiligen. Also wenn man sich die Großstädte anguckt und die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl, dann stellt man fest, in Armutsquartieren ist die Wahlbeteiligung allenfalls halb so hoch wie in denjenigen Vierteln, wo die Wohlhabenden und Reichen leben, in den Villenvierteln. Und das zeigt mir, dass auch die Demokratie gefährdet ist. Dann, wenn Arm und Reich zu stark auseinanderklaffen, wenn die Kluft zwischen diesen beiden sozialen Gegensätzen immer tiefer wird, dann hat das auch Auswirkungen auf unsere Demokratie. Es gibt ja die Beobachtung, Reichtum wächst, Armut auch. Wie weit darf diese sogenannte Schere, diese sprichwörtliche Schere auseinandergehen? Die Frage, wie weit darf sie auseinandergehen, ist ein genuines Thema unserer Wissenschaften und vor allen Dingen der Sozialwissenschaften. Und es geht immer um die Spaltung der Gesellschaft, wenn. Und wie weit sie auseinandergehen darf, dafür gibt es keinen Maßstab. Aber was wir feststellen ist, dass sie zum Teil über die Jahrhunderte hinweg auseinandergehen, über Jahrzehnte und sich dann wieder verringert. In den letzten Jahrzehnten gingen sie auseinander, das können wir belegen. Zurzeit stagniert es seit ungefähr 3 Jahren. Sie darf so weit auseinandergehen, so weit kann man sagen,
alle sollen partizipieren, ein Ausschluss aus einer Gesellschaft, eine Parallelgesellschaft, die darf definitiv nicht entstehen. Licht ist ja ohne Schatten nicht denkbar und Schatten nicht ohne Licht. Sind Menschen arm, weil andere reich sein wollen? Ich denke, es kommt drauf an, wenn ich also das Stichwort nehme, das Sie anfangs nannten, Ausbeutung. Wenn also jemand in einer Weise mit seiner Verantwortung als Unternehmer umgeht, die auf dem Rücken anderer stattfindet, dann ist das sicherlich nicht in Ordnung. Wenn Sie sagen, als Unternehmer habe ich eine Verantwortung mit meinem Möglichkeiten, die ich finanziell habe, so umzugehen, dass es sichere Arbeitsplätze gibt, die eben nicht zu Dumpingpreisen stattfinden, dann ist das etwas ganz anderes. Und also Niedriglöhne bedeuten hohe Gewinne und insofern hat beides, Armut und Reichtum, auch miteinander zu tun. Also Bertolt Brecht hat es so schön ausgedrückt in einem Vierzeiler. Armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Und das ist auch heute so. Die Lebensmittelketten, nehmen wir mal deren Eigentümer, gehören zu den reichsten im Lande, die Discounter. Und mehr Menschen müssen in der Krise dann beim Discounter kaufen. Und das führt dazu, dass der Reichtum dieser Familie noch größer wird. Oder die Banken. Wenn viele Menschen in der Krise ihr Girokonto überziehen, den Dispozins zahlen müssen oder hohe Überziehungszinsen, dann werden diejenigen, denen die Banken gehören, noch reicher. Und Bertolt Brecht hat es auch wieder so schön ausgedrückt. Was ist der Überfall auf eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Also beides, Armut und Reichtum, sind zwei Seiten einer Medaille. Und für mich jedenfalls gehören sie auch strukturell zusammen. Wir haben jetzt in der vorauslaufenden Diskussion zu dieser, in der vorauslaufenden Dokumentation jetzt zu dieser Diskussion ja gesehen, wie es in der Fleischindustrie in Deutschland manchmal zugeht und sind in dem Bereich gar nicht tätig. Aber ganz generell, muss man von den Unternehmern noch viel mehr soziale Verantwortung verlangen? Völlig richtig, ja. Wobei ich glaube, dass natürlich auch nur die schwarzen Schafe damit herausstechen. Also ich betrachte jetzt mal Unternehmen in einer kleinen Größenordnung wie wir, die vielleicht wenige hundert Menschen beschäftigen. Da ist es in der Regel, speziell in der Branche wie wir, was Metall-, Elektro-, Maschinenbau ist, wir sind so weit weg von Mindestlöhnen dank Tarifen, wo ich auch froh drüber bin und die wir auch gemeinsam mit den Mitarbeitern und dem Betriebsrat sehr, sehr zu gut zusammenarbeiten, in diesen Punkten auch, um diese Bezahlung aufrechtzuerhalten, glaube ich, dass das für ganz, ganz wenige nur gilt, dass der Großteil der deutschen Mittelständler da viel, viel mehr mit seinen Mitarbeitern zusammenarbeitet, weil wir leben davon, dass wir weltweit erfolgreich sind. Das heißt, das kann nicht nur sein, wenn ich flexible Mitarbeiter habe, die bereit sind, um die Welt zu fahren, die also auch Dinge mehr bringen, als im Arbeitsvertrag steht. Und das muss ich dann als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber natürlich dementsprechend den Arbeitnehmern honorieren. Also ich glaube, dass da dieses Dumping von vielen Mittelständlern, also ich kenne keinen, wo diese Thematik tatsächlich aktuell ist. Es ist eher eine Problematik deutlich größerer Unternehmen aus meiner Sicht. Viele Menschen wollen ja reich sein, entweder indem sie sich den Reichtum erarbeiten. Da wird ja, Sie haben ja darüber auch geforscht, über die Biografie von Leuten, die aufsteigen, über Aufsteigerbiografien. Manche wollen sich ein bisschen einfacher machen, machen dann jede Woche 6 Kreuze an der hoffentlich richtigen Stelle. Wie stark ist diese Motivation, reich sein zu wollen? Sie sprechen was ganz Spannendes an. Also reich sein ist erstmal ein Ziel, was fast jeder hat. Jeder möchte in einem gewissen Luxus oder sagen wir ganz einfach, in einem bestimmten Wohlstand leben. Und ich glaube, was ganz wichtig ist an dieser Stelle hier, wir sprechen über Armut und Reichtum. Das Faszinierende an dem Begriff Armut ist, dass, was in den letzten Jahren erforscht worden ist, es gibt klare Vorstellungen davon, wie Armut von strenger Armut bis in Armut lebend, bis Personen, die im Prekariat, also nahe der Armutsgrenze leben, wie diese Personen dorthin gekommen sind, wie viel Prozent dort leben. Das Spannende am Begriff des Reichtums ist, dass Reichtum eigentlich, so wie wir es bis jetzt hier verwendet haben in der Diskussion und in Ihrer Anmoderation kann man das auch gut sehen, der Euromillionär, der ist ja nicht reich. Im Unterschied zu jemandem, der ein Vermögen hat von 30 Millionen, im Unterschied zu denjenigen, die vielleicht in Deutschland, wir haben in Deutschland ungefähr weltweit ca. 1.200 bis 4.000 Milliardäre, weltweit. In Deutschland haben wir eine Zahl von 120 bis 60 nach unten. Also 60 kennt man nach Statistiken und dann sagt man, es gibt eine Dunkelziffer.
dann hat man vielleicht 120. Was ich damit sagen will, ist, wir reden vom Reichtum von demjenigen, der das Doppelte des Einkommens hat, der 1 Million bei Günther Jauch quasi gewonnen hat, bis hin zu demjenigen, der tatsächlich wie Warren Buffett an der Spitze oder Bill Gates an der Spitze ist und über mehrere Milliarden vermögt. Das heißt also, der Reichtumsbegriff ist extrem undifferenziert. Muss ich Ihnen etwas widersprechen? Jeder will reich sein. Es gibt ja Menschen, die ganz bewusst Armut wählen. Es sitzt ja auch jemand mit Schwester Hannelore hier im Studio. Dieses bewusst, sich arm sein zu wollen, sich für Armut zu entscheiden. Welche Motive hat das? Wie lebt es sich mit Armut? Also ich glaube, es gibt einen ganz deutlichen Unterschied eben zu denen, die sich freiwillig für einen bestimmten Lebensstil entscheiden. Und ich sitze zu Hause nicht auf Jaffa-Kisten und ich nage nicht am Hungertuch. Aber in Armut zu leben, heißt für mich als Ordensfrau, zunächst mal diesen spirituellen Hintergrund zu haben und zu sagen, ich mache in diesem Gelübde deutlich, ich bin so frei, mit offenen Händen zu leben. Das heißt also nicht, eine Haltung zu haben, mehr, 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 sondern zu sagen, das, was ich habe, und das bezieht sich nicht nur auf die Euros, sondern das, was ich habe, bin ich bereit zu teilen. In meiner Gemeinschaft, darüber hinaus, in meiner Arbeit. Das heißt, das betrifft auch Fähigkeiten, Talente, Zeit, was immer ich für mein Leben und meine Lebensgestaltung zur Verfügung habe. Und das ist, glaube ich, ein ganz deutlicher Unterschied zu jemandem, der arbeitslos wird, der gefeuert wird, der sich mit Leiharbeitslöhnen rumschlagen muss, weil da einfach eine Existenzangst ja durchaus auch mit eine Rolle spielt. Oder wenn ich mir die Menschen angucke, die wir begleiten, die aus Krankheitsgründen arm werden. Also klipp und klar, AIDS macht arm. Schlicht und ergreifend, weil von der Rente her nicht viel zu erwarten ist, weil man ruckzuck im Hartz-IV-Geschäft ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz deutlicher Unterschied zu der Form, wie ich lebe, wo ich sage, ich habe trotzdem Gestaltungsmöglichkeiten. Da wird mir also nicht dauernd ein Riegel davor gesetzt. Und die Frage ist natürlich auch, wie gehe ich mit meinen eigenen Bedürfnissen um? Also wenn ich sage, ich verpflichte mich zu einem einfachen Lebensstil, dann ist völlig klar, ich habe gar kein Bedürfnis, bestimmte Dinge, also ich sage jetzt mal, einen Porsche zu fahren, mag ganz nett sein, aber ich käme nie auf die Idee zu sagen, das ist mein Ziel. Aber es gibt Menschen, die sagen, ich will einen bestimmten Lebensstandard haben und leide dann darunter, wenn mir aus wirtschaftspolitischen Gegebenheiten diese Möglichkeit einfach verwehrt wird oder aus Bildungsmiseren her, ich gar nicht die Chance habe, überhaupt in diese Richtung zu kommen. Damit Menschen gut leben können, muss es soziale Gerechtigkeit geben. Aber haben wir überhaupt eine Vorstellung davon, wie eine sozial gerechte Gesellschaft konkret aussieht? Oder gibt es verschiedene Vorstellungen oder Überzeugungen von sozialer Gerechtigkeit? Ja, da gibt es sicher ganz unterschiedliche Vorstellungen. Die einen betonen eher die Bedarfsgerechtigkeit, also dass jeder so viel haben muss, zumindest wie er braucht, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Die anderen betonen eher die Leistungsgerechtigkeit, heben stark hervor, dass derjenige, der leistet oder viel leistet, mehr haben soll als jemand anderes und dass das Ausdruck von Gerechtigkeit sei. Es gibt dann sicherlich heute auch Vorstellungen von Generationengerechtigkeit, dass zwischen den Generationen es gerecht zugehen muss. Ich denke aber, diese traditionelle Vorstellung von Verteilungsgerechtigkeit, dass Arm und Reich nicht zu weit sich auseinanderentwickeln dürfen, das müsste eigentlich auf der Grundlage des Sozialstaatsgebots unseres Grundgesetzes nach wie vor die Basis sein. Und da ist für mich eigentlich gar nicht die Frage, wie steht es um Armut und Reichtum, sondern die Frage ist eigentlich, sorgen wir dafür durch politische Maßnahmen, etwa in der Steuerpolitik, dass dieser Gegensatz zwischen Arm und Reich sich nicht immer schärfer ausbricht. Und da sehen wir, Herr Lauterbach hat es eben schon gesagt, in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat es einen deutlichen Trend gegeben. Ich führe das auf die Stärkung von Vorstellungen in Bezug auf den Markt, auf Neoliberalismus zurück, dass Leistung stärker betont wird, egal was das jetzt ist. Ich finde zum Beispiel Ihre Arbeit oder das, was eine Krankenschwester tut oder ein Altenpfleger, sehr viel mehr an Leistung als das, was ein
Spitzenmanager macht, der bekommt aber teilweise das viel Hundertfache von dem, was eine Krankenschwester beispielsweise verdient. Das sollte nicht stärker betont werden, sondern wir sollten mehr auf soziale Gleichheit. Nicht im Sinne von Gleichmacherei, ja aber von nicht weiter auseinandergehen. Nach dem Leistungsbegriff, Sie haben den jetzt eingeführt. Was ist Leistung? Was ist Leistung, die dann auch entsprechend belohnt wird? Ist das Leistung, die besonders viel, also jetzt sage ich mal, wenn ich im Bereich des Finanzwesens oder auch hochspezialisierter Industriebetriebe sind, da wird eine Menge Mehrwert geschafft, eine Menge Wertschöpfung, wie sich das nennt, da kommt viel Geld rein. Ist das Leistung? Wie sehen Sie den Leistungsbegriff? Wie sollte der definiert sein? Na gut, ich bin Ingenieur, also Leistung ist Arbeit durch Zeit. Wobei das uns in der Thematik nicht weiterbringt. Also ich gehe völlig damit kongruent, dass es nicht sein kann, dass auf der einen Seite in Unternehmen die Vorstände 100- oder 1000-fache verdienen des normalen Arbeitnehmers. Das ist ein völliges Missverhältnis. Das ist aber auch, da muss ich wieder für meine Branche oder für vielleicht auch für meine Situation sprechen, das ist nicht im Mittelstand der Fall, sondern das ist eine ganz klare Problematik von großen börsennotierten Gesellschaften. Und ich glaube, dass unsere Steuermöglichkeiten uns heute ausreichend Möglichkeiten geben. Also wenn ich ganz, ich brauche nur selber gucken. Wir sind als kleines mittelständisches Unternehmen ganz klar den deutschen Steuergesetzgebung zu 100% unterworfen. Also ich möchte nicht wissen, welcher der DAX-Konzern auch nur ansatzweise prozentual so viel Steuern abführt, wie es der Mittelständler tut, weil er einfach, sage ich mal, eine Steuererklärung macht, ohne irgendwelche Konstruktionen und andere Tochtergesellschaften, die in was ich für Steuerrepubliken sitzen. Deutsche Bank hat vor einigen Jahren sicher damit gebrüstet, dass sie, glaube ich, keinen einzigen Cent bezahlt hat. Irgendwelche belgischen Finanzierungsgesellschaften in Deutschland die alle an die deutsche Staatskasse. Ja. Sind Sie sauer auf diese großen Betriebe und auch auf die Banken, auf die ganze Finanzindustrie, die ja auch so ein bisschen den Ruf der Unternehmer mit ruiniert hat? Ich glaube, dass die meisten Leute nicht den mittelständischen Unternehmer mit dem, ich sage es jetzt mal ganz böse, Bankenzocker vermischen. Mhm. Was heißt böse? Ich finde es nicht gut. Das heißt, da muss aber dann die Regulierung eingreifen. Also da muss dann für mich ganz klar, wenn wir da von der sozialen Marktwirtschaft ausgehen, der Markt bringt ein Ergebnis und das muss dann der Staat hinterher ordnen. In dem Fall dann mit einer Steuerpolitik, zum Beispiel bei den Großunternehmen. Also wir haben ausreichend Steuergesetze. Wenn zu viele Schlupflöcher da sind, dann muss man die eben nutzen. Zu den Leistungsschlüssen. Oder schließen, Entschuldigung. Ja, natürlich schließen. Ja. Sie haben gefragt, wo kommt Leistung her? Was ist Leistung eigentlich? Wenn man historisch zurückgeht, dann sieht man relativ klar, der Begriff der Leistung ist in den 20er bis 40er Jahren aus den amerikanischen oder an amerikanischen Universitäten geprägt worden. Talcott Parsons war einer davon. Es war eine bestimmte Richtung, eine theoretische Richtung hat es modelliert. Und Leistung ist Performance und Performance ist Wissen und Talent. Und heute würden wir vielleicht sagen, unter dem PISA-Schock der letzten 10 Jahre, es ist Wissen plus Kompetenz, also das Wissen anwenden. Mhm. So, und der Ausdruck dessen, und dann kommt, ist sozusagen eine Leistung, die man erwirbt. Und das, was das der Credit ist, das ist schlichtweg das Zertifikat, was man in der Schule, in der Ausbildung und so weiter erwirbt. Und dann kommt man auch dazu, was das quasi im weiteren Leben, im Erwerbsverlauf, wie sich das akkumuliert und wie man das quasi in Relation setzt. Ein entscheidender Punkt bei dem Leistungsbegriff ist, Leistung, das ist zumindest eine theoretische Annahme, Leistung schafft Motivation. Und Leistung wird honoriert durch Einkommen, Freizügigkeit, Freizeit, die Freiheit, von der Sie sprachen. Das ist das. Aber erklärt noch nicht so ganz, warum Leistung oft unterschiedlich bezahlt wird. Das war jetzt der Vergleich zwischen Krankenschwester und Finanzmakler. Also Leistung wird ja heute häufig auch als ökonomischer Erfolg angesehen. Wenn jemand zum Beispiel durch Spekulation an den Börsen sehr reich wird, dann wird auch im Bereich der Steuergesetzgebung gesagt, Leistung muss sich lohnen und wir wollen gerade hohe Einkommen und Vermögen eben nicht besteuern. So stark auf den Mittelstand zu gucken, Herr Menzel, halte ich deshalb für problematisch, weil als Mittelständler erklären sich auch Unternehmer, die 3000 Beschäftigte haben. Und da scheint mir dann manchmal doch ein bisschen viel auch so verharmlost zu werden. Natürlich gibt es auch für Mittelständler Möglichkeiten. Ich will mich jetzt gar nicht über eigene Erfahrungen auslassen, wenn man mit denen zu tun hat, was die von der Steuer absetzen. Das ist zum Teil natürlich auch hanebüchen. Das heißt, sie nutzen genau solche Steuerschlupflöcher. Da wird, jeder kennt solche Beispiele, sie werden aber meistens eher den Arbeitslosen entgegengehalten. Wenn da einer noch schwarz arbeitet, dann wird gesagt, um Himmels Willen,
das ist Missbrauch des Sozialstaates. In diesem Bereich von Selbstständigen und Freiberuflern und Mittelständlern gibt es natürlich auch jede Menge Möglichkeiten, die Freundin sozusagen, was den Wagen angeht, mit auf die Firma laufen zu lassen, etc. etc. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, essen zu gehen und das von der Steuer abzusetzen, die andere Leute gar nicht haben. Und deswegen wehre ich mich so ein bisschen dagegen, so zu tun, als wäre da das böse große Kapital alleine. Natürlich sind Spekulationen auf Finanzmärkten noch eine ganz andere Dimension und haben auch etwas, was dann sehr häufig sicherlich auch ins Ungesetzliche hineingeht. Aber auch im Bereich des Mittelstandes ist Reichtum vorhanden und den sollte man stärker besteuern. Ich finde zum Beispiel höhere Einkommensteuern progressiver gestaltet, Vermögenssteuern, auch Erbschaftssteuern absolut richtig. Und wenn jetzt im Bundestagswahlkampf eine Partei, die eine Chance hat, in den Bundestag hineinzukommen, sagt, wir wollen die Erbschaftssteuer abschaffen, weil das, was da vererbt wird, ist ja schon ein paar Mal besteuert worden, sage ich, ja, wann soll denn der Staat zugreifen, wenn nicht dann, wenn jemand völlig leistungslos zum Beispiel ein großes Vermögen erbt, weil er der Sohn oder die Tochter eines Familienunternehmers ist. Das ist doch keine Leistung, das Kind eines Millionärs. Die Frage ist, ob das jetzt leistungslos ist, was Sie machen. Ja, natürlich, klar. Ja, für das Kind ist das leistungslos. Es ist hineingeboren worden in dieses Familienunternehmen. Gebe ich Ihnen völlig recht. Ich sehe das ein bisschen von einem anderen Ansatzpunkt. Und zwar, die Mehrzahl der deutschen Arbeitsplätze besteht im Mittelstand. Das heißt, ich sehe das jetzt mal vielleicht frei von der Wertung, ob ich dem Mittelständler damit was Gutes oder was Böses tue, wenn ich ihn besteuere oder nicht, sondern die Frage ist, wenn ich den Mittelstand schwäche, kann er keine Arbeitsplätze schaffen. Sie können nachgucken, wo Ausbildungsplätze, wo Arbeitsplätze in den letzten Jahren entstehen. Das ist im Mittelstand. Und Sie können auch sehen, das kann ich auf mein Unternehmen beziehen, in den Zeiten, wo es schlecht lief, 2008, 2009, als wir die Wirtschaftskrise haben, wo sind keine Arbeitsplätze abgebaut worden? Im Mittelstand, weil man sich irgendwie hingesetzt hat, wir kommen da irgendwie alle durch. Ein bisschen Kopf einziehen und dann schaffen wir das, die ganzen Arbeitsplätze zu erhalten. Und wir haben auch ein Unternehmen erworben vor 3 Jahren, weil es eine Nachfolgeproblematik gab. Ich glaube einfach, und ich habe die Erbschaftsthematik, Unternehmensnachfolgethematik selber durch, wenn man diesen, es fehlen heute schon, ich bekomme regelmäßig Unternehmen angeboten aus der Branche, weil dem Unternehmer der Nachfolger fehlt. Und es werden viele davon einfach vom Markt verschwinden, weil sich vielleicht kein perfekter Nachfolger findet oder derjenige dann nicht den Mut hat, sich dementsprechend für so viele Jahre zu verpflichten. Also ich glaube, dass das ein ganz großes Risiko ist. Was man aus reiner Arbeitsplatzsicht. Jetzt das Thema über Besteuerung soll auch noch eine Rolle spielen, auch was Unternehmenserbschaften angeht. Vielleicht darf ich noch was anfügen. Sie haben ja vorhin gesagt, diese Schere, die ging in den letzten Jahren auseinander. Sie stagniert jetzt gerade. Früher war sie mal ganz eng gewesen. Woher kommt das eigentlich, dass wir nach dem Krieg, Ludwig Erhard, Wohlstand für alle, ja eine Gesellschaft hatten, an der die Arbeitnehmer auch an dem Reichtum teilhaben konnten. Das hat ja zu einer unglaublichen, auch politischen Stabilität in Westdeutschland damals geführt. Sozialer Friede, rheinischer Kapitalismus, sozialverantwortlich, was da damals alles an Begriffen aufkam. Warum hat sich das im Laufe der Zeit geändert? Liegt das nur an der Globalisierung oder hat die Gesellschaft sich auch anderweitig noch verändert? Es liegt an mehreren Gründen. Also sicherlich kann man sagen, es gibt diesen Begriff der Mittelstandsgesellschaft und dieser Begriff prägte die Bundesrepublik, die alte Bundesrepublik der 70er, der 80er Jahre. Und seit den 80er Jahren ging diese Schere langsam auseinander, wo wir jetzt sagen können, wir haben einen deutlichen Anstieg in dem oberen Bereich. Das heißt, Personen, die mehr als 300, das Dreifache des Durchschnittseinkommens verdienen, also mehr als 300%. Und es geht auch auseinander bei Personen, die mehr als das Doppelte verdienen. Das heißt, wenn ich den Begriff des Einkommensreichtums nehme, dann könnte ich erst mal sagen, hier geht es wirklich tatsächlich nach oben. Und die Profiteure sind vor allen Dingen einmal diejenigen, die über Leistung, über Universitätsabschlüsse, über Weiterbildung, über beruflich extrem hohe Qualifizierungen quasi in diesen Bereich kommen und die auch dann Profiteure der Globalisierung sind, weil sie eine extrem hohe Spezialisierung haben. Das Zweite ist aber, und das ist ein ganz entscheidender Grund, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich bei dem Vermögensreichtum etwas getan, also bei dem Bestandsvermögen. Und hier ist in den letzten Jahren, und die Stimmen werden lauter und die Regelungen werden ja auch sehr deutlicher an der Stelle, ist in den letzten Jahren ein Missbrauch geschehen von bestimmten Gruppen in der Gesellschaft, die sich auf bestimmte Art und Weise durch bestimmte Legitimationsstrategien über ein Vermögen Zugang zum Reich der HNWIs, der High Net Worth Wealth Individuals, der Personen, die mehr als 30 Millionen haben an Vermögen, der Personen, die mehr als 100 Millionen haben, Zugang verschafft, was sicherlich in keiner Art und Weise, sind wir wieder, die Frage,
diese Art der Leistung, der Gegenzahlung rechtfertigt. Und also wer hat, dem wird sozusagen noch gegeben? Wer hat, dem wird gegeben, das ist relativ. Beim Einkommen nein. Beim Vermögen ist es eine Bedienermentalität zum Teil gewesen. Haben wir denn nach Ihrer Erfahrung, nach Ihrer Beobachtung, ist das Klima, also das soziale Klima kälter geworden? Ja, ich glaube schon. Also wenn ich mir vorstelle, Menschen, denen ich begegne, die darunter leiden, dass sie nicht mithalten können, dass sie in dieser Leistungsgesellschaft durchfallen und das nicht, weil sie jetzt keine Lust hätten, sich zu betätigen, sondern weil sie einfach zum Beispiel durch Krankheit, durch Alter, durch Behinderung gehandicapt sind und die Erfahrung machen, dass da kein Platz für sie ist. Das ist natürlich eine herbe Erfahrung. Oder wenn ich dran denke, ich habe 10 Jahre mit Franziskanern im Kloster gewohnt, die eine Suppenküche am Haus haben. Wenn Menschen da sagen, hier werde ich mit Herr Meier oder mit Wilfried oder Max angesprochen, auf der Straße kriege ich zu hören, verzieh dich, du Penner. Und ich denke, alleine dieser Begriff, du Penner, es ist ja nur beileibe nicht so, dass jemand nicht sich engagieren möchte, aber oftmals eben gar keine Chance dazu hat. Beobachten Sie denn in einer Gesellschaft wie der unseren auch, dass zu viel Habgier im Spiel ist? Was auch eine Ursache ist für diese sozialen, für dieses Auseinanderdriften? Also bei den Managergehältern darf man ja schon gar nicht mehr genau hingucken, dass man nicht die Tränen in die Augen kriegt. Und ich denke mal, es gibt sicherlich auch eine Mentalität, wobei ich denke, dass das nicht, ich möchte es nicht verallgemeinern, also nicht jeder Reiche wäre schlecht oder moralisch zu bewerten. Es gibt reiche Menschen, ich kenne auch welche, die durchaus sehr verantwortungsvoll mit ihren Möglichkeiten umgehen. Aber es gibt durchaus, denke ich mal, auch eine Mentalität im Sinne von meins und ausschließlich meins. Und wehe dem, da geht jemand auch nur ansatzweise ran und stellt das in Frage. Das gibt sich auch. Die Gegenposition ist ja, die manchmal ins Spiel gebracht wird, dass wir hier eine soziale Hängematte hätten. Wenn man mal auf den Bundeshaushalt sieht, der Sozialetat ist der mit Abstand größte Etat. Also ich glaube, 300 Milliarden haben wir insgesamt im Bundeshaushalt. Ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf für den Sozialetat. Er ist jedenfalls mit Abstand der größte Etat. Also, dass die Gesellschaft Soziales nicht schätzt oder sich um Soziales nicht kümmert, kann man ja zumindest an der Umverteilung über das Steuersystem nicht sofort erkennen. Ja, mir scheint das der falsche Vergleichsmaßstab zu sein. Der Anteil des Sozialen am Bundeshaushalt ist nicht entscheidend, sondern der Anteil des Sozialen am Bruttoinlandsprodukt. Also all das, was wir erwirtschaften an gesellschaftlichem Reichtum, wie viel Prozent davon drückt sich aus in der Sozialleistungsquote, wird ausgegeben für Renten, für medizinische Versorgung, für BAföG und vieles andere mehr, also für alles, was man mit diesem Begriff des Sozialen verbinden kann. Und wenn man das anguckt, dann hat sich der Anteil eher verringert, obwohl die sozialen Probleme größer sind als vor 30, 35 Jahren. Und für mich ist, weil Sie nach den Ursachen gefragt haben, warum sich das Klima so verändert und warum da auch so eine soziale Kluft sich aufgetan hat, für mich ist ein wesentlicher Grund auch, dass sich die Eliten offensichtlich entschieden haben, stärker in Richtung eines US-amerikanischen Modells zu gehen. Also rheinischer Kapitalismus war gestern, schweinischer Kapitalismus ist heute, und das meine ich jetzt nicht nur bezogen auf die Fleischindustrie, wo man das in der Dokumentation ja sehr deutlich sieht, was da für skandalöse Arbeitsverhältnisse und Beschäftigungsbedingungen sind, sondern auch in anderen Branchen, im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Einzelhandel, gibt es immer mehr Werkverträge, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Mini-Midi-Jobs und Leiharbeit, sodass man sagen kann, auf diese Art und Weise hat sich die Arbeitswelt zum Beispiel wesentlich in den letzten 30 Jahren in Deutschland verändert. Und auch der Sozialstaat ist seitdem demontiert worden. Man hat dem Sozialen eben nicht mehr den hohen Stellenwert gegeben, den es früher hatte. Gut, Sie haben ja gesagt, die Reichen würden sich jetzt mehr am amerikanischen Vorbild orientieren. Herr Lauterbach, Sie haben das ja untersucht, wie Reichtum entsteht, wie Reiche sich verhalten. Ist das so? Sind das Leute, die in erster Linie an sich denken und mit dem Geld nur um sich schmeißen? Porsche Cayenne, Costa Smeralda und Luxusrestaurants mit Beluga Kaviar. Was ist das? Was ist das für eine Welt, die Menschen, die Geld haben, die Besitz haben?
Die Beispiele, die Sie eben genannt haben, die werden immer sehr häufig transportiert. Der an der Costa Smeralda liegende Reiche auf seiner Yacht sitzend und Kaviar essend. Das ist das mediale Bild. Aber ich würde Ihnen durchaus zustimmen. Ich würde sagen, es gibt eine ganze Menge von Reichen. Und das sind gerade die Mittelständler und das sind gerade die Familienunternehmer. Das kommt in unserer Studie sehr klar raus. Die soziale Verantwortung übernehmen. Es sind diejenigen, die ein Verantwortungsgefühl haben. Das ist sehr stark ausgeprägt und sie bringen das ein mit einem gewissen Art, sich engagieren zu wollen. Also wie kann man sich engagieren? Man gibt in der Regel Zeit oder man gibt Geld. So, oder man macht beides. Aber das sind in der Regel die Dimensionen. Und man kann hier wirklich davon sprechen, dass also Personen, die in ihrer Firma mit erwerbstätig sind, die diese Firma mit aufgebaut haben, die sie vielleicht auch geerbt haben, aber sie weiterführen, dass diese Personen sicherlich, ja, sie sind reich. Aber sie haben auch Kreise, in denen sie sich bewegen, die sich sozial engagieren. Und man kann jetzt mal nur als Beispiel nehmen, in den 50er Jahren, also 54 bis 59, sind pro Jahr 30 Stiftungen gegründet worden. In den letzten Jahren sind pro Jahr 900 Stiftungen pro Jahr gegründet worden. Und wir haben circa 30.000 Stiftungen, Privatstiftungen, säkularisierte Stiftungen und 100.000 Stiftungen im kirchlichen Kontext. Das heißt, das Stiftertum, ich weiß, dass das nur eine bestimmte Gruppe macht, die müssen mindestens über 10 Millionen verfügen. Sonst macht es nicht so viel Sinn, eine Stiftung zu gründen. Dann stiftet man zu. Aber diese Gruppe ist extrem angewachsen. Und es ist ein großer Teil dabei, Bürgerstiftungen, wohlhabende Leute, die nicht über Vermögen, sondern über Einkommen reich geworden sind, die sich lokal, regional engagieren. Das gibt es ganz genauso. Wie ist denn da die Motivation, wenn jemand im Leben Glück gehabt hat, wenn es einem gut geht, da auch andere daran teilhaben zu lassen? Erleben Sie das auch in Ihrem Umfeld unter Unternehmerkollegen? Wie ist da die Einstellung? Ganz klar, ja. Weil die Thematik ist ja immer, ich tue das ja, was ich... Wenn ich ein Unternehmen betreibe und führe, habe ich ja den großen Luxus, etwas zu tun, was mir in der Regel Spaß macht. Sonst würde ich es nicht tun und vielleicht auch nicht erfolgreich tun. Und dann ist das schon mal ein Wert an sich, den man genießen kann und den auch versucht, sich dementsprechend, zumindest sehe ich das so, mit vernünftigen Grundregeln zu bauen. Das heißt, die Mitarbeiter ordentlich zu bezahlen und auch eine Freude daran zu haben, dass die Leute gerne fürs Unternehmen arbeiten. Und das funktioniert nur, wenn sie ordentlich entlohnt werden. Jemand, der mehr oder weniger von seinem Lohn gerade so es schafft, zu Hause die Miete zu bezahlen und sonst verhungert, der wird nicht sich wirklich fürs Unternehmen aufopfern. Also ich glaube, dass das vielfach unterschätzt wird. Ich finde nur, dass diese Reichtumsthematik im Bereich von Mittelstand in vielen Punkten sehr weit daneben geht, weil ich kenne kaum einen Mittelständler, der über dieses klassische Beispiel, was gehört zum Reichtum, diese Statussymbole verfügt. Ich habe ein Unternehmen, richtig. Aber das vielleicht noch andere Gründe? Wir haben ja immer dieses Bild, einmal die Leute, die Tafeln besuchen und auf der anderen Seite die in Champagner baden. Es ist ja vielleicht jedem schon mal passiert, dass man Leute kennengelernt hat, denen man gar nicht angesehen hat und von denen man gar nicht wusste, dass sie ziemlich reich sind. Also dass dieses Verhalten eigentlich auch nach außen gar nicht so getragen wird. Ist das... Sie gucken mich dabei so an. Ja, ich würde jetzt ganz klar sagen, in Deutschland wird Reichtum nicht gezeigt. Ganz definitiv und ganz klar. Aber mehr als früher. Mehr als früher vielleicht, ja. Aber es wird nicht gezeigt. In Amerika wird es gezeigt. Da ist man stolz darauf. Das habe ich geschafft. Und jetzt, das Problem ist, was ich bei Reichtum... Nicht nur verschämte Armut, sondern auch verschämten Reichtum. Naja, ob man das so gleichsetzen kann, gut, okay, da werde ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Also, nachdem Sie das jetzt so dezidiert sagen... Es wird in Deutschland wird das Geld nicht nach außen getragen. Der Protz, das ist das, was man klischeehaft immer wieder nutzt. Aber es ist sozusagen nicht der tagtägliche Umgang mit seinem Vermögen, mit seinem Reichtum, den man hat. In den meisten Fällen kennt man diese Person überhaupt nicht. Aber ich meine, Stiftungen sind natürlich häufig auch reine Steuersparmodelle. Also ich würde die nicht einfach so positiv sehen. Also es macht doch keinen Sinn, dass wir aus einem Volk der Dichter und Denker zu einem Volk der Stifter und Schenker werden, sondern wir brauchen einen Sozialstaat, der entwickelt ist. Die Armen oder die sozial Benachteiligten müssen einen Rechtsanspruch haben auf Hilfe. Und sie sollen doch nicht verwiesen werden auf Mäzenatentum, aufs Ehrenamt, auf zivilgesellschaftliches Engagement, was ich durchaus hoch schätze. Aber ich sehe die Tendenz, dass dies statt als Ergänzung des Sozialstaates zu dienen, ihn ersetzen soll. Und damit kann ich mich nicht einverstanden erklären. Also von einem Sozialversicherungsstaat, den wir seit Bismarck haben, zu kommen hin zu einem Fürsorge-, Almosen- und Suppenküchenstaat, wo die Reichen selbst entscheiden, übrigens durch Stiftungen staatlicherseits subventioniert, entscheiden, wohin sich die Gesellschaft entwickelt, was sie zum Beispiel mit ihren Stiftungen unterstützen, ob Kultur, ob Sport, ob Soziales. Wenn man da genau hinguckt, sieht
sieht man, das Soziale ist ganz weit unten bei dem Geld, was ausgegeben wird in diesem Stiftungsbereich. Weil es eben nicht besonders schick ist, die Tafeln zu unterstützen, macht Daimler zum Beispiel schon, lässt LKWs damit herumfahren. Aber ich finde, dass der Staat das auch noch durch Steuermittel fördert. Herr Jacobs war in der Dokumentation Arm und Reich zu sehen. Da geht die Familie des Bremer Kaffeerösters in die Schweiz, um keine Steuern mehr zu zahlen, zumindest nicht so hohe wie hier. Dann gründet sie eine Privatuniversität, die ihren Namen trägt in Bremen. Der Bremer Senat subventioniert das Ganze mit Hunderten von Millionen Euro und der Stifter steht da, die Universität trägt seinen Namen. Das kann es doch nicht sein. Ich finde, wir brauchen einen Sozialstaat. Auch sagen, in dieser Dokumentation waren ja auch Millionäre gewesen, die gesagt haben, es muss eine Vermögensabgabe gehen, nehmt uns das Geld weg, ja, nicht Herr nur uns, sondern allen. Das war nun wirklich überhaupt nicht sensibel für soziale Probleme. Das ist ein vielleicht auch gewesen. Also sind ja vielleicht, es geht ja nicht darum, dass wir alle hier über einen Leisten schlagen. Freiheit und Solidarität, das sind ja ganz wichtige Werte. Sind das so feindliche Schwestern bei uns? Ich denke, es kommt auf die Haltung an. Also ich denke mal, wenn ich sage, Sie sagten eben gerade, entweder gebe ich Zeit oder Geld als Reicher. Ich glaube, da ist noch eine Komponente. Also inwieweit sehe ich zum Beispiel den Menschen? Ich habe einen Menschen erlebt, der ein mittelständisches Unternehmen hat, wo ein Mitarbeiter mir sagte, mein Chef kennt uns. Und wenn der weiß, bei uns ist irgendwie eine brenzlige Situation, dann bietet der mir einen Vorschuss an. Wir brauchen keinen Betriebsrat, wozu denn? So, ne? Das ist für mich eine Haltung, wo ich sage, ja, da wird der Mensch gesehen. Da wird nicht abgespeist oder aus Steuergründen mal eben was abgegeben, was Sie gerade so sagten. Das heißt, den Menschen zu sehen und dann solidarisch zu sein, das wäre für mich zum Beispiel so eine Form. Und das ist etwas, wo jeder natürlich auch gefordert ist. Und da kann ich durchaus auch eine Gesellschaft mitgestalten. Wird von denen, die von Armut bedroht sind, muss auch was gefordert werden? Mehr Eigenverantwortung, mehr Initiative aus Ihrer Erfahrung heraus? Wenn der selbstbestimmt lebt, sollte er auch dafür verantwortlich sein. Also die Menschen, die ich kenne, die ich als arm, materiell arm einstufen würde. Da finde ich es eher frappierend, wenn ich zum Beispiel erlebe, da kriegt jemand eine Mietkaution für eine neue Wohnung vom Sozialamt sozusagen zur Verfügung gestellt, dass die wieder zurückgezahlt wird, wenn er in entsprechenden Vermögensverhältnissen ist, okay. Von diesem Menschen, der aber dann eben von staatlicher Zuwendung lebt, gleichzeitig Zinsen für dieses Darlehen zu verlangen, da kriege ich dann schon Schluckbeschwerden und denke, Moment mal, also wo leben wir jetzt, während andere locker mal eben in irgendwelche Steueroasen sich verziehen und sagen, das war's dann jetzt für mich. Und ich denke mir, da hinkt's gewaltig und ich wehre mich so ein Stück gegen dieses Klischeehafte, also sowohl der böse Reiche, wo für mich immer die Frage ist, wie geht jemand damit um, aber auch nicht der Arme, der sich sozusagen bedienen lässt und die Hände in den Schoß legt. Liegt das vielleicht schon sehr viel früher im Leben? Liegt das an Bildung, an Erziehung, nicht gelernt zu haben, auf eigenen Füßen zu stehen? Müsste man da noch sehr viel früher ansetzen? Das würde ja bedeuten, dass ich sage, okay, jeder, der heutzutage arm ist, hat da irgendwelche Defizite und ist nicht sozusagen rechtzeitig dazu gekommen, die auszugleichen. Ich glaube, es gibt Formen von Armut. Ja, weil er es nicht gelernt hat. Das muss ja nicht seine eigene Schuld sein. Weil er in einer Umgebung aufgewachsen ist, wo das nicht gefördert worden ist. Das mag sicherlich mit ein Grund sein. Also die Bildungsmisere trägt sicherlich nicht dazu bei, Menschen zu motivieren, für ihr eigenes Leben überhaupt auch eine Perspektive und damit auch Schritte einzuleiten. Aber ich wehre mich ein Stück dagegen, jemandem sozusagen zuzuschreiben, naja, du hast es nicht gelernt und offensichtlich gefällst du dir in dieser Rolle? Das glaube ich ganz und gar nicht. Brauchen wir denn eine massive Umverteilung, um den sozialen Frieden zu erhalten, wenn wir feststellen, dass die Ungerechtigkeit so groß ist? Ich rede jetzt nicht unbedingt vom Betriebsvermögen der mittelständischen Unternehmen. Es gibt da ja auch noch andere Möglichkeiten. Aber ganz generell, muss es da eine Umverteilung geben? Also zumindest müssen wir natürlich einen sozialen Frieden erhalten. Das heißt, es darf nicht sein, dass es auf der einen Seite Menschen gibt, deren Vollzeitjob nicht dazu reicht, eine Familie zu ernähren.
und auf der anderen Seite Menschen gar nicht arbeiten und ihnen dank glücklicher Erbschaft, die gar nicht wissen, wohin mit dem Geld. Das kann nicht der Sinn der Sache sein, das ist völlig klar. Ob das über eine, wie eine Umverteilung funktionieren kann, das weiß ich nicht, weil ich immer die Problematik der entweder der Flucht derjenigen, die wirklich viel zu befürchten haben, die dann entweder sich unserem System entziehen oder aber halt im Rahmen der mittelständischen Unternehmen, dass das Kapital, was man wieder investieren kann, dadurch natürlich auch wieder abfließt. Aber es darf nicht sein, dass wir Verhältnisse haben wie in Amerika, dass Menschen 2 oder 3 Arbeitsplätze haben müssen, um irgendwie gerade so über die Runden zu kommen. Das kann es nicht sein. Und das Fatale ist ja noch dazu, also wenn ich an eine Äußerung aus der Dokumentation denke, ab einer bestimmten Summe spielt Geld keine Rolle mehr, wo ich mich dann frage, gut, dann könnte man es auch teilen. Herr Wirth hat es gesagt. Dann könnte man wirklich umverteilen und das scheint mir auch nötig zu sein. Denn diese großen sozialen Gegensätze, die sich bei uns ja jetzt dann auch in den Städten niederschlagen, dass die Reichen schon in Parallelgesellschaften wohnen, also in sogenannten Gated Communities sich abschotten und auf der anderen Seite soziale Brennpunkte oder Stadtteile mit besonderem Erneuerungs- oder Entwicklungsbedarf, wie Sie beschönigend gesagt haben. Das heißt dann auch, fällt die Gesellschaft auseinander und die Städte zerfallen. Und ich denke, das sind Folgen, die man bekämpfen muss rechtzeitig. Und ich finde, dass wir in den letzten Jahren eine Steuerpolitik hatten, die eindeutig nur in die eine Richtung ging, nämlich Reiche und Wohlhabende zu entlasten. Und da müsste jetzt gegengesteuert werden, eine Vermögenssteuer, die es in anderen Ländern gibt. Warum nicht auch wieder eine höhere Einkommenssteuer? Da war der Satz sehr viel höher in den 50er Jahren. Er war auch höher unter Helmut Kohl. Und heute haben wir eben einen Spitzensteuersatz. Und das hat ja, glaube ich, damals Rot-Grün in Gang gesetzt, die Senkung der Einkommenssteuer. Was muss da geschehen? Vielleicht anders gefragt, tut die Politik zu wenig für Gerechtigkeit, für Steuergerechtigkeit, für Verteilungsgerechtigkeit, für soziale Gerechtigkeit? Ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Diskussionsstand. Die Frage ist, was kann man tun gegen exorbitante Managergehälter oder wie der Kollege Wähler neulich geschrieben hat in seinem neuen Buch über Umverteilung, auch über exorbitante in Millionenhöhe gezahlte Alterspensionen. Das heißt, die sind doppelt bevorteilt, eine bestimmte Gruppe, und bauen ein Vermögen auf, was in keiner Art und Weise mehr zu legitimieren ist durch die Bildung, durch die Leistung. In irgendeiner Art und Weise oder durch das Lebenseinkommen, durch die Lebensleistung, wenn man es mal so nennt. Das ist etwas, wo massiv was getan wird und auch hier bereits getan wird. Das andere ist, was es, glaube ich, auch zu vermeiden gibt, und da bin ich ein bisschen anderer Meinung als Herr Butterwege, wo ich sagen würde, eine Verteilungsgerechtigkeit ist das eine Thema, aber das Wichtigere ist die Zugangsgerechtigkeit. Dass wir nicht so weit kommen, dass wir das, was es in Deutschland wirklich einmalig gibt oder nahezu, nämlich eine strukturelle Arbeitslosigkeit oder ein strukturelles Verharren über Generationen in Armut und Nichtteilhabe, das darf nicht länger bestehen bleiben. Das muss verschwinden. Also keine Chancengerechtigkeit. Und wenn Sie so wollen, ja, dass diese Kinder über 2 Generationen immer wieder in dieser selben Gruppe bleiben. Da muss hier massiv was getan werden, sodass hier eine Gerechtigkeit besteht durch die Leistung oder durch schulisch dokumentiert, ausbildungsbezogen, dass diese Menschen rausgeholt werden aus dieser Situation. Und ich denke mir, das hat nicht unbedingt auch was mit Fähigkeiten zu tun, weil Sie eben danach fragten, sondern ich erlebe, dass beispielsweise ein Franziskaner, der in einem bestimmten Viertel einer Großstadt lebt, sagt, sobald sich hier einer dieser jungen Menschen irgendwo bewirbt und die Adresse angibt, reicht es schon. Dann kann der wieder gehen. Und ich denke mir, das ist eine strukturelle Armut, die einfach inakzeptabel ist. Ich denke auch, das darf nicht sein, dass wir junge Menschen die komplette Chance nehmen. Aber alleine der demografische Wandel wird uns zwingen, das anzugehen. Wir sehen es heute schon für uns. Es ist massiv schwer, junge Leute zu finden, die eine Ausbildung machen wollen, die erstmal nicht nach Fernsehen, Werbung, Medien klingt. Gut, das wäre möglicherweise Demografie als Verbündeter zur Lösung von sozialen Problemen. Zugang zur Bildung reicht nur, finde ich, nicht aus, auch nicht zum Arbeitsmarkt, weil im Niedriglohnbereich sind 11% haben einen Hochschulabschluss. Das heißt, auch Gebildete sind inzwischen in diesem Niedriglohnsektor, der ja das Haupteinfallstor für Armut ist. Soweit die Sendung zum Thema Arm und Reich hier im Rahmen unseres Phoenix-Schwerpunktes heute Abend. Vielen Dank, dass Sie da waren, liebe Zuschauer. Morgen geht es um das Giftgas in Syrien. Und zwar mit der Frage, was bringt ein Militärschlag? Möglicherweise wird es morgen dort ja zu einer
Entscheidung oder vielleicht auch zu einer Aktion kommen. Wir sind morgen für Sie mit diesem Thema auf Sendung, wenn Sie schon vorher mit diskutieren wollen und Ihre Meinung sagen, runde@phoenix.de oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/Phoenix. Sie sehen es auch gleich eingeblendet. Und vor allen Dingen bleiben Sie bei Phoenix.